mir fast sicher, sie wollte meinen Tod. Die habe ich vergessen. Ich habe meine Powerade vergessen. Wir wurden aufgehalten von einem sehr höflichen Polizisten. Es war underwhelming. Fertig. Meine Kamerasachen sind gepackt, die sind auch fertig. Es muss nicht aus dem Flieger geworfen werden, Gott sei Dank. Aber es kann trotzdem was passieren, ich hoffe nicht. Jedenfalls freue ich mich sehr auf das startende Abenteuer morgen. Und ihr seid dabei, ich bin dabei und es wird super. Los geht's. Die ersten Eindrücke auf der Insel waren überwältigend. Die Geräusche, der Geruch, das war alles neu für mich und überall gab es etwas zu entdecken. Vor allem die Krebse, die da überall rumlaufen, waren ganz, ganz wenig scheu. Natürlich war es dann wichtig, unseren Schlafplatz aufzubauen und das hat mich tatsächlich 2 Stunden gekostet. Aber es war gemütlich, dann später drin zu schlafen. Und es war schön. Gegen Ende des Tages konnte ich noch ein paar Aufnahmen machen und den Tag für mich letzten Endes abschließen. Tag 1 auf der Insel geht zu Ende.
Es ist wundervoll und ich bin gespannt, ob meine Fotoausrüstung das hinbekommt über die Zeit. Nicht kaputt zu gehen, nicht leer zu gehen vor allem und immer noch weiter zu funktionieren. Auch die Speicherkarten sollten nicht voll werden und so weiter. Da sind viele, viele Krebse am Strand. Ich bin ein wenig abgelenkt. Aber schön ist es hier. Und gleich gibt's Abendessen. Danach werden wir uns, denke ich mal, aufmachen an unser Lager und ein wenig entspannen nach dem aufregenden Tag heute. Bis morgen. Der erste Morgen ist da, der erste Tag ist vorbei, der zweite ist angebrochen und wir schauen mal, welche Abenteuer heute auf uns warten und wie wir die mit der Kamera festhalten können. Seid gespannt! Schauen wir mal, ob die was taugt. Oh, da ist sie ganz schön fest. Meine erste Kokosnuss. Boah, schmeckt das geil. Ja. Boah, ist das lecker. Jetzt steht gerade an, Seil machen bzw. den Hibiskus so weit auszunehmen, wie es nur geht. Ist eine Pflanze, also man kann es nicht ausnehmen, sondern alles nutzen, was da geht. Sehr, sehr spannend. Neben unserer Toilette haben wir den giftigsten Baum der Welt. Das ist der Manchinelbaum, meine ich. Und an dem ist alles giftig.
ja, so wie man sagt, alles. Alles, alles, alles giftig. So langsam kommt der Abend auf. Der Wind zieht auf, es ist nicht mehr so warm, wie es den ganzen Tag war. Wir machen jetzt Essen und danach haben wir im Prinzip frei. Also dann gilt es weiter, überleben, viel trinken, Aussicht genießen. Ja, und Bilder machen hoffentlich. Ich habe gemerkt, dass die Kamera sehr mitleidet, dadurch, dass es hier so feucht ist. Aber es war zu erwarten. Ich meine, die GoPros, die halten es gut aus. Aber die Nikon, schauen wir mal. Ich wünsche mir, dass sie den Urlaub überlebt. Es ist noch zu sagen, dass wir zu Anfang natürlich Essen bekommen haben von Wanderhund. Da wir erstmal lernen müssen, wie wir das Essen überhaupt auf der Insel finden. Dann schauen wir mal, was die Nacht so bringt. Ansonsten geht's direkt ins Bett. Gerade wach geworden. Guten Morgen. Und der Tag kann beginnen. Also ich muss ja sagen, seinen Morgen so anzufangen ist schon was Feines. Also die Aussicht ist schön, der Kaffee schmeckt gut. Man könnte fast meinen, wir sind hier im puren Luxus, aber in 2 Tagen geht es dann in die ernste Phase. Dort wird uns dann alles genommen, beziehungsweise alles, was wir wollen, und dann sind wir auf uns allein gestellt. Der Plan für heute, meine ich, sieht so aus, dass wir Wasser gewinnen, dass wir Feuer machen und uns weiter um unsere Kokosnüsse kümmern. Ja, werden wir mal sehen. These have more water in them and less lead. And the water isn't so fatty, but it does have electrolytes, calcium in it, things that we need to get back that we lose in our sweat. So it's a really, really good source of hydration. And you can't really drink too many of these. Wichtiger Teil ist Wassergewinnung, oder? Wassergewinnung? Ja. Und eine der leichtesten Möglichkeiten, Wasser zu kriegen, sind grüne Kokosnüsse. Und die hängen natürlich reif oder halbreif an der Palme. Und deswegen muss man da auch irgendwie hochklettern. Palme klettern,
Manche sind erfolgreicher, manche weniger erfolgreich. Aber wenn es drauf ankommt, schaffen wir es bestimmt alle. Etwas, das ein wenig anstrengend ist, ist die Batteriekapazitäten auf voller Ladung zu halten. Ein GoPro-Akku ist jetzt gerade leer, den muss ich laden. Meine Kamera-Akkus laden auch gerade, man sieht es hier. Und da den Überblick zu behalten ist auch ganz wichtig, denn ich möchte ja die leeren Akkus nicht mit den vollen in eine Tüte bringen. Deswegen habe ich hier einmal die vollen Akkus und einmal hier die leeren Akkus, da sind gerade keine drin. Aber da kommt jetzt der GoPro-Akku rein, der leer ist und der muss dann irgendwann geladen werden. Was ich natürlich auch regelmäßig laden muss, sind die DJI Avata-Akkus, damit ich da immer vollen Saft habe für Drohnenüberflüge. Denn die sind wirklich spannend. Man sieht sehr viel von der Insel. Und deswegen suche ich mir jetzt ein sonniges Plätzchen, um diese Akkus wieder aufzuladen. Und die nächste Herausforderung beim Akkuladen ist, denen auch genug Schatten zu bieten, damit die nicht anfangen zu brennen oder zu heiß werden. Also langes Kabel und ein bisschen Schatten kreieren. Kinetic energy, we create heat energy through friction, and then as a result of that we generate a tiny little ember that we can then add to tinder and blow to a flame. Ich habe es geschafft, ein Feuer zu machen. Hehe. Aber jetzt ist mir sehr warm. Ich bin voller Sand und Krümel und was weiß ich nicht alles. Und deswegen muss ich jetzt erstmal ins Wasser. Raus aus dem Wasser Richtung Abend. Ha.
hoffe, dass die Linse sauber genug ist. Es ist sehr, sehr schwer, wie schon oft erwähnt, die Linse richtig sauber zu halten. Aber hier ist gerade ein wundervoller, langsamer Sonnenuntergang. Tag beginnt und tatsächlich hat es geregnet heute Nacht. Wasserauffangen hat nicht so ganz geklappt. Wir haben zwar was aufgebaut, aber naja, hat nicht so ganz funktioniert. Schauen wir mal, vielleicht hat der Regen ja gereicht, um die Wasserquellen auf der Insel ein bisschen aufzufüllen. Aber es war wirklich nur sehr kurzweilig. Und ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt. Das riecht fast noch schlimmer, das schmeckt, um ehrlich zu sein. Einer aus unserer Gruppe hat keine Lust mehr gehabt und ist nun heim. Das ist ja schade. Aber ich hoffe, ihm geht es dadurch besser. Wie lang soll denn so eine Leine sein? Schon ein paar 100 Meter würde ich mal mindestens sagen, oder? Ja, schon so 4-5 Meter, oder nicht? Ja. Meine provisorische Angel ist gebastelt. Und als nächstes eincremen und fischen gehen. Ein sehr spannender Tag heute. Ich konnte noch mal Feuer machen. Oh. Fischen habe ich nicht gekonnt. Also das habe ich noch nicht geschafft. Aber das habe ich mir fest vorgenommen, das zu machen. Herausforderungen. Ja, die Kamera ist immer noch eine Herausforderung. Denn sie muss ja trocken bleiben und die Linsen müssen sauber gemacht werden. Deshalb stelle ich sie immer hier unter mein Bett. So in genug Distanz zum Äußeren, damit sie ja nicht angeregnet wird. Gestern hat es ja geregnet.
Heute war das Wetter morgens ein bisschen... Fliegt eine Fledermaus. Wie ein Eichhörnchen bin ich. Heute Morgen war das Wetter ein wenig bedeckt. Und heute Nachmittag geht's. Was ich jetzt suche, ist mein Erste-Hilfe-Kit. Denn ich habe einen Ausschlag unter den Armen. Wahrscheinlich vom ganzen Schweiß. Nicht so schön. Aber da ist es aufgehängt in Tüten, damit auch die trocken bleiben. Ich werde mich jetzt mal verarzten. Und danach gibt's... Oh, so. Ja. Ich werde mich jetzt verarzten. Und danach gibt's einen kleinen Drohnenflug. Denn der Sonnenuntergang sieht fantastisch aus. Morgen an Tag 5. Dieser hat angefangen mit einem kurzen Spaziergang, unser Wasser für die nächsten 5 Tage zu verstauen. Was auf der anderen Seite der Insel war, beziehungsweise des Strandes, an dem wir sind. Anstrengend könnte man sagen. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir einen wunderschönen Sonnenaufgang auf der anderen Seite der Insel, aber trotzdem. Und vielleicht sind ein paar Drohnenshots mit dabei. Schauen wir mal. Gerade eben gesagt, mein Gesicht ist auch gut verstochen. Sieht man was? Sandfliegen hier sind eine Pest. Schrecklich. Und es ist fast nicht zu glauben, wie unfassbar nervig diese Viecher sind. Die sind klein und beißen sich einfach fest. Die kriegt man nicht ab. Und dann hat man zigtausend Stiche, die für immer nerven. Not here. It is the second notch. It's a lot of force to get it there, and you don't need that much power in it to hunt the fish that you're going for. So just get it to there, and then recover your breathing, because it takes a fair bit of effort to do it, and you will start to get bruised there when you're repeatedly loading the gun. Dive down, hold onto your rock, wait for the fish to come to you, and then take your shot. Where's Freddy the fish gone? Erfolgreich, aber dafür haben wir jetzt Schrumpelhände. Zeig mal deine. Ja. Schrumpelhände. Heute ist Lagerbau dran. Sehr, sehr, sehr coole Sache. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie gemütlich wir es haben werden können und wie wir das hinbekommen mit wenig Schlaf, weil ich befürchte, es wird so einfach nicht sein. Voll mit. Was suchst du? Seil mitnehmen.
Seil. Tag 5 war gespickt von Bauen. Sehr spannend, viel gelernt. Und jetzt sind wir alle hoffentlich vorbereitet für die nächsten 5 Tage, in denen wir auf uns allein gestellt sind. Das wird eine große Herausforderung mit Essen, mit Trinken vor allem bei dem Wetter. Und es wird eine große Herausforderung, es gemütlich zu haben. Denn wenn man sich nicht vom Boden abhebt, in irgendeiner Weise beim Schlafen, hat man viele, viele Krebsfreunde dabei. Für mich ein großer Punkt, den ich noch als Herausforderung habe, ist natürlich immer der Batteriestand meiner Ausrüstung. Und zurzeit lädt mein Solarpanel wieder. Und das sollte doch hoffentlich ausreichen, um meine Powerbank und den Rest, den ich noch dabei habe, zu laden, um über die nächsten 5 Tage zu kommen. Spannend! Wäre ein Strand gewesen für uns für die nächsten 5 Tage. Aber wir haben uns für den Nordstrand entschieden. Und ich bin, wie schon so oft gesagt, gespannt. So. Vor einigen Tagen gab es einen Rätselfund, der zu die Energie im Camp ist heute massiv nach unten gegangen. Was die Jungs hier in unserer Abwesenheit gebaut haben, ist der